ersten Reverse Rare. Oh oh. Habt ihr es auch schon im Hintergrund funkeln gesehen? Also wir starten direkt mit einem Hit. Bin gespannt, was es ist. So, mal gucken. Und es ist direkt eine Trainer. Es ist direkt die Secret Rare. Oh mein fucking Gott. Jetzt ist die Frage, habe ich mich verguckt oder haben wir da tatsächlich einen Hit hinter? Es ist ein Hit und wir ziehen. Wow, Arctos. Rockruff mal wieder. Athena. Und wir ziehen Gengar als Reverse Holo. Wow. Dicta als Reverse. Jo. Es ist ein Kanto-Pokémon. Nehmen wir mit. Wen hast du noch dahinter? Und wir ziehen den nächsten Vogel. Lavados in der normalen Wii-Form. Dann das Mogon in Reverse Holo. Nehme ich mit. Gibt deutlich bessere, aber jo. Den nehme ich. Und die nächste. Sorry, Leute. Liebe Pokémon. Dann das Mogon in Reverse Holo. Nehme ich mit. Gibt deutlich bessere, aber ja. Den nehme ich. Und die nächste Holo. Ja, auch jetzt nicht unbedingt eins meiner Lieblings-Pokémon, aber wir haben wieder eine Holo. Muss aber ehrlicherweise sagen, also der Anfang, dadurch, dass der so geisteskrank ist, flacht dieser Hype jetzt mittlerweile schon ein bisschen ab. Also es ist eigentlich klar, man ist auf der safen Seite, wenn man direkt am Anfang die Rainbow Card zieht. Aber es nimmt auch ganz viel Hype letztendlich am Anfang raus. Und ja, ich hoffe, dass wir einfach noch irgendwie ein alternatives Artwork ziehen können. Am besten das Zapdos. Also Zapdos, wie gesagt, von den Legendären mein Liebling an der Stelle. Aber ja, es wird verdammt schwer, die zu ziehen. Also auch wenn es Ultra-Rares sind, sind die verdammt selten. Und wir gucken. Feuer ist unsere Energie diesmal. Kokuna, Caitlyn, Chestplate, dann wieder eins der Starter, Porygon, Golett. Ziehen wir zum ersten Mal. Ist eine Common Card, aber anscheinend eine derjenigen, die ein bisschen geringer vertreten ist. Weil wir haben schon einige Packs. Crabrawler. Und Honey als Reverse Holo. Joa. So semi-gut, würde ich sagen. Und eine normale Rare. Also das Pack war nichts. So Leute, wir sollten jetzt ziemlich genau ein Drittel geschafft haben. Also sind noch einige Packs vor uns, keine Sorge. Aber die Ausbeute bisher, wie gesagt, die ersten beiden Packs, da hättest du eigentlich schon den Rest vom Display nehmen können und zulassen, verkaufen, weil besser wird es an der Stelle letztendlich nicht mehr. Also wenn es normal läuft, wird es an der Stelle nicht mehr besser. Wir hoffen natürlich trotzdem noch, wie gesagt, die ein oder andere coole Karte. Also hier können immer noch Banger drin sein. Metallenergie, Porygon, Karen's Conviction, okay. Ja, dann das Porenta mal wieder. Oh, Botogel, auch zum ersten Mal jetzt, dass wir die haben. Nehmen wir auch mit, auch wenn das momentan in den Hochsommer nicht so gut passt. War immer ein cooles Pokémon. Ich glaube, das war auch mein erstes Shiny, das ich damals auf dem Gameboy gefangen hatte. Also außer das Gyarados, das hat ja jeder gekriegt. Aber ich habe mich mega erschrocken, als das auf einmal in dieser Höhle aufgetaucht ist. Da war das lila. Also ganz, ganz komisch. Gut, Smogon. Nebulak. Blitzel. Und wir ziehen die nächste Reverse Rare. Volcarona haben wir auch schon in normal. Und Reverse Rare nimmt man immer gerne mit. Also da gibt es keine Diskussion. Und wir ziehen Gardevoir in Holo.
auch wieder eine der schöneren. Langsam wäre ich wieder bereit für einen Knaller. Und ich denke, ihr seht das genauso. Wir haben wieder ein Zapdos Pack. Zapdos Pack hat bisher noch nicht so gut geliefert. Also kein Druck, aber wird mal Zeit für dich. So, und wir starten mit einer Pflanzenenergie. Deiner Tree Hill. Oh, wir haben die Weiterentwicklung von der Frucht. Auch zum ersten Mal. Gut, Uncommon Card. Da gibt es nicht so viele immer in dem Pack, von daher ist das okay. Ja, der Zauberwald hier. Winnipeg. Und jetzt wird es schon wieder Wiederholungsdurchgang. Sneebel. Ja, Snova Reverse, also den brauche ich jetzt nicht. Und auch eine Rare, die absolut zum Vergessen ist. Ja, reden wir nicht lange und nehmen uns direkt das nächste. Und starten wieder mit einem Sneebel. Feuerenergie. Ist ja leider kein Glurak in dem Set, von daher ja, halte ich einfach die Klappe und hör auf mit diesen Anspielungen, es bringt eh nichts. Flannery, Agatha, Kirlia, Sneebel, oh, Gollet jetzt zum zweiten Mal, also am Anfang nicht einmal gezogen, jetzt zweimal sehr kurz hintereinander. Da haben wir wieder den Starter. Und wir haben die nächste Reverse Rare. Auch geil, muss ich sagen. Also, auch der gefällt mir vom Artwork. Passimian. Und gerade, da das kleine Pokémon noch da bei ihm ist. Also, nehme ich mit, auf jeden Fall. Und dahinter haben wir den Starter in Holo. Gotrom. Nur eine Holo leider, aber sehr, sehr cool. Ah, jetzt wäre doch langsam mal zumindest wieder eine Wii dran. Ich predikte, dass die in diesem Booster drin ist. Einfach nur eine Wii. Es muss nichts Besonderes sein, aber einfach nochmal das Gefühl eines richtigen Hits hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Das letzte war das Lavados, um auch euch nochmal dran zu erinnern. Ist ja schon gefühlt 3 Stunden her. Aber gut, wir starten mit Kampfenergie. Peona. Sileo. Die Weiterentwicklung. Auch damit haben wir die Entwicklungsstufe voll. Doktor. Snover. Sneebel, fast in jedem Pack. Swirlix. Porygon. Ladybar. Ja, also ich gucke, wie dieses Porygon gerade. Handschuhe in Reverse. Da muss ich auf jeden Fall los. Ja, ach ja, wir hatten den Seehund gar nicht voll. Das ist das erste Mal, dass wir Wall reinziehen. Jawohl. Ah gut, jetzt haben wir ihn voll. Habe ich halt ein bisschen vorgegriffen. Nächstes Pack. So. Das habe ich jetzt ganz komisch hier geöffnet. Also meine Opening Skills sind on point. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Können wir jetzt endlich mal wieder einen Hit landen? Blitzenergie. Geht gut los. Ja, ich sag nichts. Impact Energy. Blackmon. Quillfish, zum ersten Mal jetzt als Common Card. Auch cooles Artwork. Also Baldorfisch ist es ja auf Deutsch. Muss ich sagen, habe ich schon viel schlechtere von dem gesehen. Blitzel, Kupfu, ja, unser Schuppet. Jetzt kommt, glaube ich, schon wieder die Reverse. Flannery, ja, nee. Langsam ist der Druck echt groß, dass einfach mal wieder ein Banger kommt. Irgendwie ganz komisch, dieses Opening. Von daher, gebt mir jetzt mal bitte wieder einen Hit.
Okay, das Pack fühlt sich relativ leicht an. Kann irgendwie nur unbewusst sein. Ich meine, die Grammunterschiede sind natürlich so gering mittlerweile. Hau auch einfach mal einen Code raus, also wer möchte. Ja, also dass man es mit der Hand wirklich abwiegen kann, das habe ich mal bei privaten Openings ein paar Mal versucht, ging immer in die Hose. Von daher geben wir das Pack noch nicht ganz auf. Ich glaube an den Hitch. Ja, aber zu den Common Cards brauche ich wieder nicht viel zu sagen. Und da kommt das Scaraborn um die Ecke. Scaraborn, eins der geilsten Pokémon aller Zeiten. Und auch das Artwork hier gefällt mir wirklich sehr. Also Scaraborn nehmen wir immer. Ein Voltilam. Damit haben wir dann auch den zweiten aus der Entwicklungsreihe. Lavesta, Botogel und den nächsten Reverse Holo Starter in der zweiten Form nehmen wir mit. Und jetzt bitte ein Hit. Ach man. Also langsam bin ich echt am Zweifeln, so stark wie es losging. Ich glaube, wenn es so weitergeht, öffne ich demnächst Panini-Bildchen. So. Oh no, wieder das Knet-Pokémon am Anfang. Das heißt, das Pack kann sich nur steigern. Come on. Feuerenergie. Alpollo. Brawly. Hornlio zum ersten Mal. Also ich muss sagen, das Hornlio selbst gefällt mir gar nicht vom Artwork. Aber Scaraborn ist drauf, ist okay. Bestes Artwork dadurch. Snorunt, auch zum ersten Mal, glaube ich. Fleckmon. Und die nächste Reverse Rare. Also was ist denn hier los heute? Was Reverse-Karten angeht, können wir definitiv uns nicht beschweren. Also da haben wir, glaube ich, jetzt schon fast alle zusammen. Das ist schon krass. Ja, aber letzter Slot, der ist wichtig und der könnte jetzt wirklich mal wieder besser werden. Oh Mann. Langsam wird die Box etwas leerer. Und wir haben drei Knallerhits, wenn man das so sagen möchte. Es wird jetzt Zeit für den vierten. So. Und wir starten mit der Kampfenergie mal wieder. Den Helm hatten wir bisher, meine ich, noch nicht. Flaneri, Kokuna, Scaraborn zum zweiten. Und die nächste Reverse Trainerkarte. Die hatten wir, glaube ich, schon. Das erste Mal ein Duplikat, meine ich. Ja. Es wird nicht besser, Freunde. Mann, Mann, Mann. Wir holen einfach mal wieder eins von vorne. So. Also Hit ist jetzt langsam mal wieder Pflicht. Und Lichtenergie. Wie gesagt, zu den Common Cards werde ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Die haben wir alle schon ein paar Mal gesehen. So, come on. Nächste Reverse. Oh, wieder eine Trainerkarte. Hast du... Oh, wir haben einen Hit hinter. Na, endlich. Lass es ein Vögelchen sein. Bitte, jawohl. Da ist doch der dritte in der Reihe. Zapdos. Sehr, sehr geil. Vierter Hit. Alle drei Vögel zusammen, einmal die Full Art, zweimal die normale, geht sicherlich auch besser, aber damit haben wir schon mal so eins der wenigen kleineren Ziele geschafft. Allerdings haben wir unterschiedliche Versionen. Also entweder ziehen wir jetzt noch das Arctos in der normalen Wii-Version, oder was mir natürlich lieber wäre, dass wir die anderen beiden auch noch in Full Art ziehen. Ich überlege gerade, sind die eigentlich beide noch in Full Art drin? Müssten eigentlich, oder?
Alles andere wäre ja mega Quatsch mit Soße, wenn es nicht so wäre. Aber vielleicht finden wir das in den nächsten Packs noch raus. So, mal schauen. Peony. Spiral Energy. Hoplo. Sobble. Garabon zum dritten. Also der hat sich lange Zeit gelassen, kommt jetzt aber relativ häufig. Und die nächste Reverse Rare Karte. Also da sage ich heute gar nichts gegen. Das ist geisteskrank, dass wir sehr viele Rare Karten in Reverse Holo ziehen hier. Mega. Ja, aber dann hinten hört es halt wie in jedem anderen Pack oder fast jedem anderen Pack bisher auch auf. Wir kommen wieder an den Punkt, wo man langsam schon wieder traurig wird, dass die Box sich dem Ende zuneigt. Aber was willst du machen? So läuft das Spiel halt. Was nicht so laufen muss, ist, dass Porygon da vorne ist und direkt mich aus dem Pack anstrahlt. Also da hätte ich jetzt gerne als letzte Karte eine schöne Entschädigung für. Ein Horn. Karen's Conviction, Kokuna, wie schon gesagt, Porygon, Crawler. So, come on. Wow, wir haben wieder Handschuhe, aber schon wieder andere. Nee, ist auch keine Rare Card, ist uncommon, also geht klar. Und der nächste Hit. Und ja. Erste Remax des heutigen Tages. Lushoking ist das. Ist nicht die wertvollste Remax, aber sieht ganz cool aus. Aber gut, wir haben eine Remax. Und das ist immerhin auch schon was. Machen wir weiter. Pflanzenenergie. Scroll of the Skies. Die hatten wir bisher auch noch nicht, meine ich. Also auch im Uncommon-Bereich. Doch nochmal die ein oder andere neue Karte hier. Hoplo. Oh! Das ist doch schön. Direkt hinter Hoplo. Nehmen wir den doch sehr gerne mit. Libero. In Reverse Holo, auch eine der Favorites, denke ich, was Reverse Holos hier in diesem Set angeht. Also mega geil und natürlich mal wieder eine seltene, aber dann kommt danach meistens Crab und genauso ist es diesmal. Grüße gehen raus an Mickey an der Stelle. Digtree und mit eins der komischsten Artworks, was ich je gesehen habe. Ich hoffe jetzt nur, dadurch, dass ich Digtree jetzt so gefrontet habe mit dem Artwork, dass wir den jetzt nicht auch noch als Reverse Holo hier ziehen. Aber bei der bisherigen Ausbeute von Reverse Rare Karten ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass der auch noch mal als Reverse Holo letztendlich kommt. Aber ich hoffe nicht. Feuerenergie. Kirlia. Helm und Handschuhe, ganz wichtig. Wir sind also ausgestattet. So, und ein Horn in Reverse. Also entweder wir ziehen Rares als Reverse oder Trainerkarten. Was anderes scheint hier nicht zu existieren. Ja, und normale Rares existieren leider auch zuhauf in diesem Display. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht knallt es ja schon in diesem Pack. Eine Alternative, das wäre wirklich noch so mein Traum. Für dieses Opening. Es wäre mir eigentlich auch scheißegal welche, um ehrlich zu sein. Klar, man hofft immer auf die wertvollsten und da sind wir dann letztendlich ja bei den Preissegmenten von über 100 Euro. Aber die muss es nicht mal sein. Einfach nur fürs Selbstbewusstsein, weil ich habe es am Anfang gesagt im Video.
Ich bin halt nicht der talentierteste oder der glücklichste bei solchen Openings. Benzin, ein Glurak! Halte ich mich mal bedeckt und... Wir ziehen das zweite Glurak! Leider nur ein Vulpix an der Stelle. Ah! Na klar. Einfach nur mal fürs Selbstbewusstsein so eine Vollart ziehen. Weil wie geisteskrank scheiße sind die gerade gecentert hier. Guckt euch das mal an. Also links, rechts und oben, unten. Ist ja schon frech. Und es geht so weiter. Okay. Ja. Die nächste Reverse Rare. Überrascht mich mittlerweile schon gar nicht mehr. Also das ist schon krass. Und wir ziehen wenigstens nochmal eine Holo. Und ein Kanto-Pokémon, Beboar. Beboar, auch irgendwie immer ein geiles Pokémon. Ich meine, durch die Anime-Serie war Smetbo immer so der Liebling. Aber ich fand Beboar ehrlich gesagt geiler. Schreibt ihr es mal rein, wie ihr das seht. Vielleicht auch, weil ich mit der roten Edition angefangen hatte. Und da gab es, glaube ich, nur Hornlio. Und dadurch auch letztendlich nachher nur Beboar. Ja, aber ich habe den immer cooler gefunden. Aber ich glaube, was die Masse angeht, stehe ich mit der Meinung schon relativ alleine da. Aber nun gut. Nächstes Pack, wieder mit Pflanzenenergie. Meloni. Scaraborn. Den können wir auch noch 500 mal ziehen. Da freue ich mich immer, den zu sehen. Und es ist die nächste Reverse Rare. Was ist hier mit diesem Display bitte los? Also ich hoffe, dass sich das dann nicht ausgleicht, dass die Hits nur noch Blödsinn werden und wir einfach nur viele Reverse Rares ziehen. Aber der Hit, da ist ein Hit. Aber es scheint ein normaler Weak-Hit zu sein, wenn ich es richtig sehe. Lass es das Arctos sein. Nope. Ah, Tornadus. Ja, ist ein Hit. Aber nee. So. Wieder mal eins von ganz vorne. Können wir vielleicht ein zweites Mal ein Back-to-Back-Hit schaffen? Stopp. So war das nicht geplant. So, Wasserenergie. Seit langem mal wieder. Expedition Uniform. Seapolt. Ja, alles schon doppelt und dreifach gesehen. Oh, keine Reverse Rare. Das überrascht mich jetzt aber und enttäuscht mich zutiefst. Ja, Lavesta braucht man nicht. Ampharos in normal Rare. Auch damit machen wir das Set voll. Wer von euch von Anfang an dabei war, weiß, dass Ampharos in Wii mein erster Hit, was Openings angeht, war. Also als wir Farbenshop damals geöffnet haben, da war der tatsächlich der allererste Hit. Und von daher ist das mit Ampharos und mir nochmal so eine spezielle Geschichte, um das mal zu sagen. Wasserenergie, back to back. Scaraborn mal wieder. So, und jetzt come on. Oh, also langsam ziehen wir keine Rares mehr auf dem Reverse Holo Slot. Was ist da los? Oh nein. Das geht doch nicht. Oh Mann. Also zwei Hits noch aus sieben wäre mega. Da wäre ich absolut mit zufrieden. Und wie gesagt, wenn eine davon Full Art ist oder Full Art bzw. alternatives Artwork, wäre ich der glücklichste Mensch. Aber es wird verdammt schwer. Mit jedem Pack sinkt die Wahrscheinlichkeit, hier nochmal was Schönes zu ziehen. Aha. Castform. Auch das erste Mal, würde ich behaupten, oder? Und die nächste Reverse Rare, was ist
liebe Fische, was an der Stelle komplett... Den habe ich mir selbst eingebrockt. Oh, hast du wenigstens eine Entschädigung dahinter? Natürlich nicht. Dick Tree Reverse. Das kannst du auch keinem erzählen, ne? Naja. Einmal darf er kommen. Kann ich so akzeptieren. Aber jetzt lass mich bitte in Ruhe für die restlichen paar Packs, die wir hier noch haben. Dann ist das völlig in Ordnung. So. Dicker ist okay. Ich meine, so vom Artwork passt das für mich. Hauptsache, deine Weiterentwicklung kommt jetzt nicht nochmal. Dann fühle ich mich echt verarscht, aber Reverse Rare ist da. Aber es ist Psycho, es kann kein Dicktree sein. Wenn jetzt doch Dicktree kommt und Psycho-Pokémon ist, dann nehme ich sogar mit, weil das dann ein Fehlprint ist, der mega geil wäre, aber wird natürlich nicht so sein. Was hast du noch dahinter? Wieder nichts. 5 Packs noch. Ja, bevor die jetzt letztendlich aufgehen, möchte ich an der Stelle nochmal den Hinweis geben, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Und falls ihr neu seid, auch sehr gerne ein Abo. Unterstützt ihr mich sehr mit, würde ich mich mega drüber freuen. Und das, was ich jetzt sehe, gefällt mir sogar sehr. Also, Lapras als häufige Karte und wir mussten bis zum 5. Pack auf es warten. Schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Und starten erstmal wieder mit einer Blattenergie. Avery, Gloves, noch mehr Gloves. Ja, also Lapras, da brauche ich nicht viel zu sagen. Auch eins der schönsten Pokémon aller Zeiten. Auch das Artwork hier in diesem Set. Ganz gut. Aber Centering wieder. Diesmal von der anderen Seite. Links, rechts. Katastrophe. Naja. Wir hoffen, dass die letzte Karte, wenn sie denn was Gutes ist, nicht so aussieht. Und Starter wieder in Reverse. Okay. Und ich sehe da schon wieder was funkeln, Leute. Also die letzte Karte wird wieder ein Hit werden anscheinend. Lass es mal wieder was Gutes sein. Terraura. Na, nicht das, was wir haben wollen. Ah gut, nächster Hit. Nehmen wir. Also dieses Pack-Opening werde ich so schnell nicht vergessen. Und vielleicht kriegen wir ja sogar noch zum Abschluss irgendeinen geilen Banger. Okay, jetzt habe ich fast mein Licht hier umgeschmissen. Aber alles gut. War mit Absicht. So. Come on. Wasserenergie. Sobble. Bubu. Nebulak. Kloptopus ist in diesem Set. Was? Und wir ziehen sie nur als Reverse, obwohl es eine Common-Karte ist. Was ist denn hier los? Mein ist Knet-Pokémon-Style. Also wieder nicht ganz so mein Ding, aber Kloptopus finde ich recht cool. Aber das ist schon relativ eigenartig, dass wir den noch nicht in Normal gezogen haben bei einem ganzen Display. Ja. Und eine normale Rare mal wieder. Und ich hoffe hier wirklich, dass da noch ein Banger mit drin ist, der das Ganze dann doch nochmal in die positive Richtung verschlägt. Alles andere wäre schon echt belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Psychoenergie, mach kein Auge. Ladian, Avery, Honey, Porygon, Ladybar, Nebulak, Sileo in Reverse, jo. Ach nö, da ist wieder nichts hinter, Leute. Wahnsinn. Zapdos, deine letzte Chance zu liefern.
Zeig, was du kannst. Metallenergie, Uniform, Dickdarm mal wieder. Jetzt fühle ich mich echt langsam verarscht, aber gut. Smogmog, boah, schwierig. Wärst du im dritten, vierten Pack gekommen, ich hätte mich über dich gefreut, aber jetzt ist es leider enttäuschend. Das wäre jetzt eigentlich der Klassiker. Alternatives Artwork zum Schluss ziehen und die Rainbow als erstes Pack ziehen. Aber ich bin ehrlich jetzt zu euch, ich glaube da nicht mehr dran, das wäre einfach zu geisteskrank. Deswegen, wir öffnen das letzte Pack. Ich werde mich, während ich dieses Pack öffne, auch schon mal verabschieden. Also beim nächsten Video gehen wir dann in die Analyse, wie aus meiner Sicht dieses Set als Investment geeignet ist. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, um das, wie gesagt, nicht zu verpassen. Und wir legen im letzten Pack nochmal Auge. Honey. Voltilam. Kloptopus, jetzt haben wir ihn als normale Common-Karte. Wow. Hornlieu. Oh, oh, Leute. Das funkelt aber gewaltig hin. Also ich glaube, wir haben echt nochmal einen Hit. Ich bin gespannt. Ja, eine Laterne in Reverse. Die braucht man. So, und wir beenden das Opening mit einem Hit tatsächlich. Come on. Ja, ja. Zweite Remix. Und Logok. Den nehmen wir nochmal mit, würde ich sagen.